this crusade is gonna take a while. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute Abend, am Dienstagabend, den 11. September 2018, habe ich mich hier am Computer eingefunden und bin mit Skype über Skype mit Bruder Viktor verbunden, der das Buch übersetzt hat, Hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche, wo wir heute die zweite Lesung im 12. und letzten Kapitel in Angriff nehmen wollen. Leider kann Michael uns heute nicht begleiten, der ist mit seinem Frettchen unterwegs und hat ein paar andere Dinge, die er machen muss, und das ist ja normal, dass man sich nicht jeden Abend die Zeit nehmen kann. Also nicht jeder kann das, das begreife ich schon. Ist halt schade, dass er da nicht bei ist, aber in Gedanken ist er bei uns, weil er denkt an uns und wir denken an ihn und wir beten füreinander und er wird das nächste Mal hoffentlich wieder dabei sein. Aber wer dabei ist heute, das ist Viktor, der sich die Arbeit gemacht hat, das ganze Buch zu übersetzen. Herzlich willkommen, Viktor, und moin moin. Ja, moin moin und vielen Dank, dass ich mal wieder dabei sein darf. Ja, wir können von mir aus dann auch gleich durchstarten. Gut. Große Anliegen habe ich nicht. Nö, ich auch nicht. Ich habe auch keine großen Anliegen. Ich wollte nur noch mal eben sagen, wir hatten gestern, in der letzten Lesung, in der ersten Lesung des 12. Kapitels, die erste Seite gelesen und viel besprochen und sind im Grunde bis zu diesem Absatz hier gekommen, seine Arbeit mit dem Faschismus. Da ich normalerweise einen Absatz zurückgehe, habe ich mir gesagt, ja, da wir nur eine Seite gelesen haben, kann ich auch die ganze Seite noch mal eben lesen und dann haben wir einen Fluss, wenn wir da jetzt reinkommen. Ihr seht, das Kapitel hier besteht ja, so wie Viktor das gemacht hat, mit den ganzen Anhängen aus 13 Seiten. Und wir lesen also jetzt Kapitel 12, der Pro-Germanismus von Papst Pius dem 12. Es ist allgemein unbekannt, dass die Gründe, die die Alliierten veranlassten, den Papst von der Friedenskonferenz nach dem Ersten Weltkrieg auszuschließen, mit den Aktivitäten von Monsignore Eugenio Pacelli, dem späteren Antichrist, Papst Pius XII., verbunden waren. Über seine 12 Jahre in Deutschland lesen wir, dass Pacelli die meiste Zeit seines Lebens verbrachte in seinem Heimatland Italien und auch in Deutschland, wo er 12 entscheidende Jahre verbrachte. Im Jahre 1917, als Nuntius nämlich in München, hat er sich mit dem Kaiser, mit der Republik und mit revolutionären Komitees und Nazi-Verschwörern befasst. Er war ein Freund von Friedrich Ebert, dem ersten Präsidenten der Deutschen Republik, also der Weimarer Republik im Anschluss an den Ersten Weltkrieg, und ein Vertrauter von Deutschlands glorreicher Persönlichkeit Hindenburg, unter dessen Präsidentschaft ein Konkordat mit Preußen geschlossen wurde. Er sah Hitlers stürmische Anfänge in München und die Machenschaften seiner Agenten in Berlin. Viscount d'Abernon, der erste Botschafter Großbritanniens in der Weimarer Republik, nennt Eugenio Pacelli in seinen Memoiren, Zitat, den am besten informierten Mann im Reich. Seine Mission im Jahre 1917 in München war nicht der Ausgangspunkt seiner deutschen Karriere. Schon vor dem Ersten Weltkrieg war Monsignore Pacelli der bestvertraute deutsche Experte des päpstlichen Staatssekretärs Gaspari gewesen. Es war kein Zufall, dass er in den ersten Kriegsmonaten in der Schweiz stationiert war, wo er mit großer Hingabe, Tatendrang und Eifer eine wahrhaft christliche und humanitäre Aufgabe begann, den Austausch von Kriegsgefangenen. Während er dort war, hatte er häufige Kontakte mit dem Propagandachef des Kaisers, seinem alten Bekannten Matthias Erzberger, jahrelang führendes Mitglied der katholischen Zentrumspartei des Reichstags. Mit Matthias Erzberger nahm Pacelli in der Schweiz an den Verhandlungen teil, was die liberale italienische Regierung zutiefst erschütterte, denn sie waren hauptsächlich gegen die Teilnahme des Vatikans an der Friedensregelung. Sein ganzes Leben lang hat Eugenio Pacelli eine aktive Rolle in einer der geheimsten und komplexesten Verschwörungen unserer Zeit gespielt. Im geduldigen Kampf des antichristlichen Papsttums, seine weltliche Macht wiederzuerlangen und zu erweitern. In diesem Kampf hat der Vatikan in den letzten 70 Jahren, wann immer ein großes Problem der internationalen Politik aufkam, dem germanischen Moloch seine Rolle zugesprochen. Seine Arbeit, also Eugenio Pacellis, mit dem Faschismus. Der Lateranvertrag von 1929 zwischen dem Vatikan und Mussolini stellte die Souveränität des antichristlichen Papstes wieder her
und vereinigte den Vatikan mit der italienischen faschistischen Regierung. Hiermit haben wir den Beginn der Heilung der Wunde, die das Tier aus dem Meer in Offenbarung 13 erhalten hat. Da hatten wir ja gestern ausführlich drüber gesprochen. Er führte auch zu einer weltweiten Koordination autoritärer Mächte, des korporativen und nationalistischen Typs und schließlich zum Eintritt Italiens in das Lager Nazi-Deutschlands. So sah es 1940 nach dem Fall Frankreichs und der Verkündung des faschistischen französischen Staats durch Marshal Pétain aus, als hätte die vatikanische Politik im gegenwärtigen Weltkrieg substanzielle Fortschritte gemacht, wo sie im vorhergehenden gescheitert war. Über Marshal Pétain und die dort eingesetzte Nazi-Regierung in Frankreich, im besetzten Frankreich, kann man mehr darüber erfahren in der Buchlesung »Die verborgene Geschichte der Jesuiten« von Edmond Paris. Nun, am Ende dieses Krieges, wenn sich Delegierte aller Länder zu einer internationalen Friedenskonferenz versammeln, wird der Antichrist zum ersten Mal seit mehr als 100 Jahren wieder als regierender Monarch vertreten sein. Vorausgesetzt, sein Miniaturstaat ist noch intakt. Das konnte man hier 1943, als dieser Artikel geschrieben wurde, ja nicht wissen, dass der Vatikan noch intakt ist. Zumindest nicht, wenn man eine Person war, wie der Pierre d'Ourson, oder wie er, glaube ich, heißt, der diesen Artikel hier geschrieben hat, Pierre Lourson, Entschuldigung, konnte man das nicht wissen, weil der Vatikanstaat liegt natürlich in der Mitte von Rom. Und Rom wurde eine ganze Menge ordentlich bombardiert im Zweiten Weltkrieg. Ja? Und wer da mehr drüber erfahren möchte und die Hintergründe wissen möchte, der sollte unbedingt das Buch »Der globale Vatikan« von Francis Rooney lesen, das Tom Fress in 99 Lesungen auf Inquisition Update in 2015 gelesen hat. Auf das Buch gehen wir auch später noch ein, in einem Anhang zu diesem Kapitel, weil da hat Victor sich die Arbeit gemacht, ein paar Seiten aus dem Buch zu übersetzen, die in dem Zusammenhang nachher sehr wichtig sind. Aber man konnte halt als Außenstehender, sage ich jetzt mal, nicht versichern, dass der Vatikan nach dem Zweiten Weltkrieg auch tatsächlich noch intakt steht, weil Rom wurde teilweise schwer bombardiert. Aber es wurde dafür gesorgt, dass der Vatikan keine einzige Bombe abbekam. Nun, er wird seine Autorität legitimieren, obwohl er als weltlicher Herrscher weniger Einfluss nehmen wird als Antichrist Papst Pius VII. Auf dem Wiener Kongress von 1815. Heute besitzt er als Staatsoberhaupt der Vatikanstadt nur einen formellen juristischen Status. Ja? Heute, 1943, besitzt er als Staatsoberhaupt der Vatikanstadt nur einen formellen juristischen Status, also, wie man das auch sagt, de facto. Aber er wird auf der ganzen Welt Macht haben, weil er sich selbst als Oberhaupt der Christenheit ausgibt. Eine Idee, die in öffentlichen Diskussionen seit mehr als 10 Jahren weltweit geschickt eingeführt und nach Jahrhunderten der Vernichtung durch die Inquisition sogar in nicht-katholischen Ländern wieder anerkannt wird. Als Oberhaupt der Christenheit, ja, müssen wir natürlich verstehen, als Oberhaupt des Katholizismus, als Oberhaupt der Christenheit würde der Antichristpapst über allen anderen Staatsoberhäuptern stehen, sowie der päpstliche Nuntius sowohl auf dem europäischen Kontinent als auch in Lateinamerika automatisch zum Dekan des Regierungsapparates wird. Als Oberhaupt der Christenheit würde der Antichrist über allen Staatsoberhäuptern stehen, weil der Papst von sich selbst das Recht nimmt oder sich selbst das Recht zuspricht, der König der Könige und der Herr der Herren zu sein. Ein Titel, der unserem Herrn Jesus Christus behört oder zugehört und den der Papst für sich annimmt, weil er behauptet, er wäre der Stellvertreter Jesu Christi auf Erden. Ja, und von daher nimmt er eben auch dem seine Titel an. Also, als Oberhaupt der Christenheit würde er Oberhaupt aller anderen Staatshäupter sein. Mit anderen Worten, die spirituelle Leitung, Oberhaupt der Christenheit, ist ja wohl eine priesterliche Aufgabe, ist gleichzeitig der Vorsitzende über allen anderen Staatsoberhäuptern. Da, nach römisch-katholischem
kanonischen Recht die geistige Macht über der weltlichen Macht steht. Und das Oberhaupt der Christenheit steht deswegen über allen anderen Staatsoberhäupten. Und genau deswegen steht eben auch in der Offenbarung geschrieben, dass die Könige alle, die Könige der Erde, alle Unzucht trieben mit dem Tier. Wenn ich mich nicht irre, ist das Kapitel 17 in der Offenbarung. Da können wir doch mal eben aufmachen. Über die große Hure Babylon. Es ist ja, denke ich mal, nicht ganz uninteressant, dass wir diesen Satz, dass hier gleich angenommen wird, dass das Oberhaupt der Christenheit über allen anderen Staatsoberhäuptern steht. Da muss ich doch sagen, wieso? Steht denn unser Bischof oder unser Kardinal auch über unserem Bundeskanzler oder über unserem Präsidenten? Oder welcher auch immer jetzt gerade die Regierungsgeschäfte ausübt? Nun, wenn wir in Offenbarung 17 gehen, dann lesen wir, und es steht ganz deutlich, in Offenbarung 17, in den Versen 2, zum Beispiel im Vers 2, ja, aber ich fange dann an im Vers 1, um das ein bisschen im Zusammenhang zu lesen. Und einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, kam und redete mit mir und sprach zu mir, komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben und von deren Wein der Unzucht die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind. Was heißt das? Wir lesen hier in dem PDF, in dem Buch, dass der Papst als Oberhaupt der Christenheit über den Königen steht und dass er über allen anderen Staatsoberhäuptern steht. Die Staatsoberhäupter werden in der Bibel ganz kurz mit Königen der Erde bezeichnet. Es hat ja keinen Sinn, Bundeskanzler und Präsidenten und Ministerpräsidenten und Prime Minister oder was weiß ich, die ganzen Dinge, und König und Kaiser, je nachdem in welchem Land aufzuzählen. Die Bibel begnügt sich damit zu sagen, die Könige der Erde. Jemand, der König in einem Land ist, ist derjenige, der regiert. Ob das jetzt ein sogenannter Präsident ist, ein sogenannter Bundeskanzler oder ein König, das spielt überhaupt keine Rolex. Ja? Wichtig ist, dass wir hier über die regierenden Personen sprechen. Also, während wir hier in dem PDF lesen, dass der Papst als Oberhaupt der Christenheit sich über die anderen Staatsoberhäupter erhebt, so steht in Offenbarung 17 genau das, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben, weil er ist ja die große Hure. Ja? Der Papst ist eine... er ist das höchste Amt in der Kirche. Ja? Eine Frau wird in der Bibel ja als eine Kirche wird ja in der Bibel als eine Frau gezeigt. Und eine abtrünnige Frau ist eine Hure. Also, der Chef der großen Hure ist natürlich dann der Antichrist, ist der Papst. Und deswegen sagt der Engel, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen. Mit anderen Worten eben auch das Gericht über denjenigen, der dich Oberhaupt der Kirche nennt. Mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben und von deren Wein der Unzucht die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind. Was heißt das denn? Naja, Wein in der Bibel hat zu tun mit Lehre, mit Doktrin, mit zum Beispiel das Evangelium. Ja? Das Evangelium, um jetzt mal eben die vier Evangelien zu nennen, die jeder ja kennt, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, das ist Wein, das ist korrekte Lehre. Unkorrekte Lehre in der Bibel ist dann zum Beispiel, wenn man Wein in alte Flaschen füllt oder ist zum Beispiel auch Essig, verdorbener Wein und so weiter und so weiter. Da gibt es ja andere Stellen in der Bibel, die da ganz deutlich drüber sprechen. Also, da die Hure, die abtrünnige Kirche, durch die Könige zu kontrollieren, ihre falsche Lehre in die Welt bringt, sind von dieser falschen Lehre die, die auf der Erde wohnen, trunken geworden. Die Bibel sagt nichts dagegen, dass man hier und da mal ein Glas wirklichen Wein trinken kann, aber wenn man sich betrinkt, wenn man sich intoxikiert,
wenn man so viel trinkt, dass man eben betrunken ist, dann kann man nicht mehr klar denken. Ja, man kann nicht mehr klar denken. Wie viele Leute können denn heutzutage noch klar denken? Im Sinne der Bibel, bitteschön. Ja, versteht mich jetzt nicht verkehrt. Ich sage nicht, dass die Leute alle dämlich sind und nicht mehr klar denken können, aber im Sinne der Bibel können sie nicht mehr klar denken. Erstes Kapitel Römer, Vers 21, denn dadurch, dass sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Ja? Das muss man hier in diesem Fall ganz deutlich berücksichtigen. Also, der Engel will Johannes in dem Augenblick, der die Offenbarung von Jesus Christus hier offenbart bekommt, das Urteil über die große Hure zeigen, die über die Welt regiert. Durch oder dadurch, dass die Könige der Welt Unzucht mit der Hure betrieben haben. Mit anderen Worten, dass sie sich der Hure unterstellt haben und der Wein oder die Lehre, die aus dieser Frau herauskommt, die eine Hure ist, macht die Bewohner der Erde trunken. Und wenn man betrunken ist, dann kann man nicht mehr klar denken, richtig? Und das ist genau das, was den meisten Leuten heute auf der Erde passiert. Hast du da vielleicht eine Bemerkung zu, Victor, zu all dem, was ich hier so erzähle? Ja, das also deckt sich so mit meinen eigenen Erfahrungen, ja. Ja. Unter anderem auch persönliche Erfahrungen, so und so viele Jahre deines Lebens wahrscheinlich, genau wie bei mir, ne? Ja, also wie gesagt, die Leute, die kennen sich teilweise, sie sind nicht blöde, und sie, aber sie kennen sich dann halt, wie gesagt, gut mit der, sage ich jetzt mal, Metaphysik oder alle diese ganzen, ja, Grundlagen, die wir auch, ja, teilweise, ja, was gibt es da, bei den Kaufleuten sagt man ja auch teilweise, ne, das Handelsgesetzbuch ist so die Bibel der Kaufleute, ne? Naja, sagen wir es mal in ganz klaren Worten, sie kennen sich aus mit der gnostischen Lehre, aber sie haben keine Ahnung von der biblischen Lehre. Ja, definitiv, genau. Das sind eben die Folgen des jahrelangen Ratio Studiorum seit Ende des 16. Jahrhunderts, das die Jesuiten eingeführt haben. Das Lernen gegen das Lernen. Das heißt, dass das Lernen und Studieren des Wortes Gottes, das die Menschen, ich sag mal jetzt, intelligent macht, das ihnen Weisheit gibt, das ihnen Erkenntnis gibt, dass die Jesuiten das in unserem Lehrsystem austauschen gegen die Lehre des Menschen. Ja, zum Beispiel Wissenschaft ist ein gutes Beispiel. Es gibt eine ganz tolle Wissenschaft, die bibelbasiert ist. Es gibt aber auch eben viele falsche Wissenschaft, die auf dem Gnostizismus beruht, auf der Menschenkenntnis. Es ist ein Unterschied, ob ich Wissenschaft aufbaue auf der Basis von Gott und seinen Gesetzen und seiner Lehre oder ob ich Wissenschaft aufbaue auf dem korrupten Herzen eines Menschen. Und deswegen haben wir diese sogenannte Pseudowissenschaft, weil alles, was die Leute draußen Wissenschaft nennen, ist im Grunde Pseudowissenschaft. Die wahre Wissenschaft wird gar nicht mehr verfolgt. Und die Leute sind trunken von dieser Lehre. Ja? Und sie gehen ihr ganzes Leben studieren, so und so viele Jahre durch die Schule und dann auch durch Hochschulen und Universitäten und was weiß ich nicht und Bachelor und Master und Doktor und Professor und was weiß ich nicht, welche gerade alle. Ihr Leben lang studieren und haben noch immer kein einziges Wort von der wahren Doktrin, von dem wahren Wein begriffen, aber sind trunken von der gnostischen Lehre, die durch die Jesuiten in unserem Schulsystem gelehrt wird. Das ist im Grunde der Punkt, auf den ich hier hinaus wollte. So muss man das verstehen. Mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben und von deren Wein der Unzucht, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind. Ja. Genau das will im Grunde dieser Satz hier sagen. Oberhaupt der Christenheit lautet der nächste Untertitel in diesem Kapitel, das wir jetzt gerade eben lesen. Ja? Und hier sehen wir eingeblendet ein Bild von Eugenio Pacelli, Antichrist Papst Pius XII., von dem der Biograf in seinem Buch sagt, Zitat, Eugenio Pacelli war schon immer bekannt für seine starke Neigung zu Deutschland. Nun, die Idee eines Christenführers, der selbst Staatsoberhaupt ist und den Vorsitz einer Versammlung von Staatsoberhäuptern innehat, ist eine mittelalterliche Auffassung, die in unserer demokratischen Welt des 20. Jahrhunderts keinen Platz hat. Was habe ich denn da für einen Kommentar geschrieben?
die Idee eines Christenführers, der selbst Staatsoberhaupt ist und den Vorsitz einer Versammlung von Staatsoberhäuptern innehat, ist die Wiederherstellung der alten Weltordnung. Schaut euch dazu, habe ich hier nochmal reingelinkt, Tom Fress Lesung und Diskussion des Buches The Global Vatican von 2015 an. Ein Link zur Videoplaylist meines Vaimeo-Kanals wird im Beschreibungsfeld dieses Videos zur Verfügung gestellt und dort sind alle 99 Teile von Toms Arbeit hochgeladen. Könnt ihr auf meinem Vimeo-Kanal, könnt ihr das schauen. Auf YouTube habe ich das nicht hochgeladen, weil da behält sich Nicholas Arthur von First Amendment Radio das Recht vor, um die Arbeit, die Tom Fress über sein Outlet First Amendment Radio macht, um da die Exklusivität der Ausstrahlungen zu haben. Aber in Vimeo hat er das nicht und deswegen habe ich auf Vimeo The Global Vatican, in Englisch natürlich, alle 99 Teile hochgeladen. Und zwar ist da auch die ganze Werbung und alles rausgeschnitten. Da hört ihr von Anfang bis Ende. Das sind immer nur 45 bis 50 Minuten. Aber da hört ihr jede einzelne Sekunde nur Tom Fress über das Buch sprechen, das Buch lesen und das Buch besprechen. Und wer Englisch kann, den kann ich ganz warm ans Herz legen, sich das anzuschauen. Und wie gesagt, der Link dazu, zu dieser Spielliste, den findet ihr in diesem Video. Es wurde aus politischen Gründen wiederbelebt und wird, sofern es nicht angeprangert wird, eine gefährliche Herausforderung für Freiheit und Fortschritt sein. Was wird eine gefährliche Herausforderung für Freiheit und Fortschritt sein? Die Idee eines Christenführers, der selbst Staatsoberhaupt ist, also die Verschmelzung von Kirche und Staat. Das wird eine gefährliche Herausforderung sein. Das ist genau die Herausforderung, die dafür sorgt, dass das vierte Tier aus Daniels Offenbarung Kapitel 7 so anders ist und sich so unterscheidet von all den anderen Tieren. Ja? Und das ist eine sehr gefährliche Herausforderung für Freiheit und für den Fortschritt. Nun sagt ihr von, ja, aber wir leben doch in einer sehr fortgeschrittenen Welt heutzutage, Jörg. Beweis uns das doch mal. Tue ich gerne. Schaut euch doch mal an, aus welchen Ländern in dieser Welt wirklich Fortschritt gekommen ist, die abgelaufenen 200 Jahre. Wollen wir das mal eben überlaufen? England hat James Watt, soweit ich weiß, die Dampfmaschine erfunden, Anfang des 19. Jahrhunderts. Später hat unter anderem in Deutschland Benz, Karl Benz und so weiter, das Auto erfunden. Otto hat den Ottomotor erfunden. Rudolf Diesel hat den Dieselmotor erfunden. Also das sind alles Innovationen, Erfindungen, die aus dem protestantischen Deutschland kamen. Die Dampfmaschine kam aus dem protestantischen England. Amerika hat das größte Eisenbahnnetz zur Zeit im 19. Jahrhundert gebaut. Amerika hat sich auf die Ölindustrie gestürzt und hat die Ölindustrie aufgebaut. Das sind alles protestantische Länder. England, Deutschland und die Vereinigten Staaten von Amerika. Und viele umliegende Länder, die auch infiziert waren von den Freiheitsgedanken der Reformation, haben sich dem angeschlossen und haben auch davon profitiert und haben auch geglänzt. Länder, die die fortschrittlich wurden, die reich wurden aufgrund der Ideen, die aus ihnen herauskamen, der Erfindungen, die aus ihnen herauskamen. Und die Länder, wo der Katholizismus ultramontan in der ganzen Zeit geherrscht hat, das sind Länder, die sind rückständig geblieben. Und schaut euch doch mal um in Europa. Die Länder, die so erzkatholisch sind, sind die Länder, die am meisten, ich meine, abgesehen davon, dass dieses ganze Schuldengetue mit der EZB und so weiter ja sowieso, ich meine, jeden Einzelnen betrifft, aber schaut euch doch mal die ärmsten Länder Europas an, das sind die meist katholischen Länder. Das ist Griechenland, Italien, Portugal, Spanien, Irland. Habe ich genug aufgezählt? Sind die ärmsten Länder der Europäischen Union, ja? Das sind auch immer Länder, in denen der Katholizismus die ganze Zeit geherrscht hat. Schaut euch Lateinamerika an. Brasilien, Argentinien, Chile, Uruguay, Bolivien. Alles Länder, in denen Katholizismus herrscht. Schaut euch Mexiko an. Und dann
Schaut mal, die letzten 200 Jahre, welche bahnbrechenden Erfindungen aus solchen Ländern kamen und welche bahnbrechenden Erfindungen aus den protestantischen Ländern kamen. Schaut euch mal die Liste an der Nobelpreisgewinner. Nicht, dass ich jetzt den Nobelpreis irgendwie ganz toll finde, ganz im Gegenteil. Aber man lernt, wenn man sich das anschaut, dass die meisten Nobelpreisgewinner, ob es im Bereich der Medizin ist, ob es im Bereich der irgendwelcher, also Naturwissenschaften ist oder auch Politik oder sonst wo, dass die, ja, Politik ist eine andere Sache. Da hat ja, glaube ich, sogar der Gandhi einen Friedenspreis gewonnen. Der kommt ja nicht aus dem entwickelten Land. Nicht katholisch, aber halt buddhistisch und hinduistisch. Aber dann merkt man, wenn man sich solche Listen anschaut, dass die meisten eben aus der sogenannten zivilisierten Welt kommen. Ja? Das hat seinen Grund. Die Freiheit, unter der wir leben, gibt uns eben auch eine Gewissensfreiheit. Und die Gewissensfreiheit sorgt dafür, dass ein Erfindergeist damit rauskommt. Da gibt es eben Leute, die können gewisse Ideen entwickeln und deswegen gewisse Dinge auf den Markt bringen. Und das ist im Allgemeinen in katholischen Ländern eben nicht der Fall. So, und damit kommen wir genau hier zurück zu diesem Artikel hier. Die Idee eines Christenführers, der selbst Staatsoberhaupt ist, der also Staat und Kirche miteinander verbindet, ist eine gefährliche Herausforderung für Freiheit und Fortschritt. Warum? Weil damit eben die Freiheit beschnitten wird. Gewissensfreiheit, Redefreiheit, Versammlungsfreiheit, Gewissensfreiheit, Religionsfreiheit. Muss ich sie noch weiter aufzählen? All diese Freiheiten werden beschnitten. Wir haben heute den 11. September 2018, heute vor 17 Jahren, hat die amerikanische Regierung einen Anschlag durchgeführt, nicht nur auf ihr eigenes Volk, sondern auf das Volk der ganzen Erde und dafür gesorgt, dass mit dieser falschen Flagge von 9/11 2001 viele Freiheiten in vielen bis dahin sehr freien Ländern beschnitten wurden. Wenn wir jetzt mal 17 Jahre zurückgucken, zumindest diejenigen unter uns, die alt genug sind, um dann noch darauf zurückblicken zu können, weil es gibt ja vielleicht auch viele junge Zuschauer, die 2001 selbst so nicht erlebt haben oder bewusst nicht erlebt haben. Aber wenn man mal eben einen Schlussstrich zieht in 2018 und man macht dann eine Summe auf von Rechten und Freiheiten, die uns genommen wurden in den letzten 17 Jahren, dann glaube ich, ist es eine Liste, wenn wir die anfangen zu zählen, dann können Viktor und ich bis morgen früh hier durchmachen. Dann wird das das längste Video in der Geschichte von Stunde der Wahrheit. Überwachungskameras, um damit schon mal anzufangen. Dann die ganze Überwachung im Internet, die wir haben. Versammlungsfreiheit, Redefreiheit, von wegen, dass irgendwelche Dinge nicht mehr zensiert werden, das ist doch heute alles nicht mehr da. Es ist doch alles nur noch nach außen hin scheinend, ja. Aber wer wirklich hinguckt, der merkt doch, wie wir überhaupt keine Freiheiten mehr haben. Ich meine, wenn ich mir zum Beispiel angucke, wie das teilweise in China vor sich geht, wo die Leute sogar schon ihre Fingerabdrücke geben müssen, wenn sie in die U-Bahn rein wollen. Das muss man sich mal vorstellen. Das wird hier auch nochmal irgendwann kommen. Ja? Alles im Namen der Sicherheit. Oh, die bösen Terroristen, dass ja keine Terroristen kommen. Und wegen der Terroristen brauche ich Iris-Erkennung über alle Kameras, die überall sind, aufgestellt sind, dass ich überall, wo ich mich herumbewege, aufgrund meiner Augen die Kameras mich erkennen und mich auf Schritt und Tritt verfolgen und ich keine Privatsphäre mehr habe? Ja, aber ich habe doch nichts zu verbergen. Das macht doch nichts. Also wenn ich auf dem Klo sitze und mir den Hintern abwische, dann möchte ich nicht, dass auch noch eine Kamera mit bei ist, mal ganz ehrlich zu sagen, um es jetzt mal eben ganz grob zu sagen, ja. Ich muss ja nichts zu verbergen haben, um nicht von meiner Freiheit genießen zu können, ja. Und meine Freiheit wird immer mehr beschnitten. Und die wird eben hauptsächlich dadurch beschnitten, wenn eine Kirche sich aufschwingt, dem Staat zu sagen, was ich zu tun und zu lassen habe. Das ist übrigens auch ein großes Thema innerhalb der, ich propagiere sie überhaupt nicht, die Kirche, aber in der Siebentags-Adventistenkirche wird da zumindest noch ein wenig offiziell drüber gesprochen, dass die sehr viele Falschlehren haben und selber am Ökumenismus beteiligt sind und alles drum und dran, da diskutiere ich gar nicht drum. Deswegen führe ich sie normalerweise auch nie als Beispiel an. Aber das ist noch die einzige Kirche, in der heutzutage solche Dinge noch mehr oder weniger besprochen werden. Ja?
die bei uns überhaupt nicht mehr, also bei uns meine ich jetzt in normalen Kirchen, in römisch-katholischen schon mal überhaupt nicht, aber selbst in anderen protestantischen Kirchen nicht mehr angeholt werden. Da wird da zumindest noch ein wenig drüber gesprochen. Die sind sich sehr gut davon bewusst, dass wenn der Staat über dem, wenn die Kirche über dem Staat steht und die Kirche dem Staat befiehlt, welche Gesetze er zu befolgen hat und welche nicht, welche Folgen das hat auf die 10 Gebote. Nun, wir können ja mal eben gucken. Ich habe die 10 Gebote, glaube ich, nicht in Deutsch hier. Also als Bild meine ich jetzt gespeichert irgendwo auf meinem Computer. Meine ich, habe ich nicht. Der braucht Moment, ich muss meinen Computer heute Morgen mal reinigen und dann braucht er länger, bis er da irgendwelche Dinge jetzt findet. Ja. Die 10 Gebote. Ja, ich habe sie nur aus dem Katechismus und die will ich euch nicht zeigen, weil das sind verkehrte. Das ist nämlich das 2. Gebot ist raus und das 10. Gebot ist geteilt. Also von daher, die schauen wir uns mal besser nicht an. Aber wir haben hier zum Beispiel auch ein interessantes Ding, um zu vergleichen, wenn wir über das Gesetz schrieben, Gesetz nehmen, aber das ist auch, ja, das ist auch nicht zu dem Thema hier. Also ich spreche über die 10 Gebote, wo hier zum Beispiel das 4. Gebot ja von vielen Leuten herausgeholt wird. Nach dem Motto von, da der Sabbat ist ja nicht mehr gültig. Alle 10 Gebote sind gültig, aber das Sabbatgebot gilt nicht. Der Punkt ist der folgende und auf den möchte ich mal eben eingehen. Und Victor, du kannst dich gerne zwischendurch mal melden, wenn du irgendwas einzuwerfen hast. Wenn wir, wie wir hier in dem Buch lesen, ein Christenführer, der sich selbst Staatsoberhaupt macht, na, also der Staatsoberhaupt ist oder der sich selbst dazu ernennt, und den Vorsitz einer Versammlung von anderen Staatsoberhäuptern innehat, dann ist das eine gefährliche Herausforderung für Freiheit und Fortschritt und eine gefährliche Herausforderung auch für die Gebote Gottes. Warum? Für die Gebote Gottes. Jörg, erklär uns das mal. Gerne. Schaut, es gibt 10 Gebote. Okay? Und die können wir uns auch gerne mal eben hier in der Bibel anschauen. Dann müssen wir nur eben... Achso, ja, muss ich hier auf... Zweites Buch Mose gehen. Das ist mit der Online-Bibel ist das so ganz blöde. Da funktioniert das nicht irgendwie mit Seite zurück und so. Die ist ein bisschen dummen. Gott gibt die 10 Gebote. Dann gehen wir sie doch mal eben durch. Ja? Und Gott redete alle diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das ist das 1. Gebot. Das 2. Gebot, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das 3. und 4. Glied derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Das war Gebot Nummer 2. Nummer 3, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Wenn ich mich also selber zum Gott erhebe und sage, ich bin der Stellvertreter Jesu Christi auf Erde, dann tue ich genau das, ne? Das war das 3. Gebot. Das 4. Gebot, gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und er ruhte am 7. Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Das ist das 4. Gebot. So, der Herr hat in 6 Tagen die Erde gemacht und alles, was darin ist, und dann hat er den 7. Tag gemacht, nur um auszuruhen, um eben anzuzeigen, ich habe alles gemacht in 6 Tagen und der 7. Tag ist dafür da, um das, was ich gemacht habe, zu gedenken. Diese ersten 4 Gebote, die hier bildlich dargestellt sind, auf dieser ersten Tafel des Gesetzes, ja, das Gesetz von Gott, wie es hier steht, diese 4 Gesetze sagen uns, wie wir, die wir uns gottesgläubige, gottesfürchtige, Jesusfolgende Christen nennen, wie wir mit Gott umzugeben haben.
Wir sollen keine andere Götter haben neben ihm. Wir sollen keine Bildnisse von ihm machen. Wir sollen seinen Namen nicht missbrauchen und wir sollen den Sabbat heiligen, weil er damit zu kennen gegeben hat, dass er der Gott ist, der alles in 6 Tagen geschaffen hat. Nur deswegen hat er den 7. Tag gebracht. Diese Gesetze gehen also darum, wie wir mit Gott umzugehen haben. Die anderen 6 Gesetze, die lese ich jetzt gar nicht alle vor. Das ist gar nicht nötig. Da geht es nämlich darum, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Jesus hat es dann ein wenig verkürzt und hat gesagt, es gibt im Grunde 2 Gebote. Ich kann diese 10 Gebote auf 2 Gebote zusammenfassen. Das nimmt nichts von den 10 Geboten weg. Er hat es nur verkürzt dargestellt und sagt, liebe den Gott, deinen Vater, den Herrn im Himmel, mit deiner ganzen Macht, mit deiner ganzen Seele, mit allem, was du hast, mit deinem ganzen Herzen und liebe deinen Nachbarn wie dich selbst. Also mit anderen Worten, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. So kennt man das ja auch. Ne? Wenn du dir selber nicht in die Hand schneidest oder in den Arm schneidest, dann musst du auch deinen Nachbarn nicht mit dem Messer angreifen und das bei ihm machen. Also, 4 Gesetze gibt es, die behandeln, wie der Mensch mit Gott umzugehen hat, und 6 Gesetze gibt es, wie der Mensch mit dem Menschen umzugehen hat. Nun, wir wissen alle, dass wir heutzutage in einem System leben, das so heuchlerisch ist, dass diese Gesetze, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht falsch Zeugnis ablegen, wider deinen Nächsten, dass das alles Gesetze sind, die so gesagt in unserem Staat hochgehalten werden, aber die noch lange nicht von jedem befolgt werden. Und es gibt gewisse, ich sage jetzt mal, Ausnahmen in den Gesetzen, dann kann man das übertreten. Also, Gott sagt, du sollst nicht Ehe brechen. Der Staat sagt von, oh, du kannst dich aber von deiner Frau scheiden lassen, dann kannst du rumbumsen, kannst du eine neue suchen. Das sagt der Staat. Aber das ist im Umgang mit den Menschen. Jetzt kommt mal der schneidende Punkt. Wir lassen halt die 6 Gesetze weg, wo Gott sagt, wie der Mensch mit dem Mensch umzugehen hat. Das muss der Mensch unter sich selbst ausmachen. Aber die ersten 4 Gesetze, wie der Mensch mit Gott umzugehen hat, die kommen in Gefahr, wenn, und das ist der Punkt, wenn der sogenannte Christenführer, der Papst, der Chef der Synagoge Satans, wenn der mit einer Versammlung von einem Staatsoberhäuptern dafür sorgt, dass die ersten 4 Gesetze nicht mehr befolgt werden können, nach der, ich sag jetzt mal, Gewissensfreiheit, der persönlichen Freiheit des Gläubigen. Wenn ein Gläubiger nicht mehr die Möglichkeit hat, seinem Gott so zu dienen, wie der Gott es von ihm verlangt. Und das kann einerseits sein dadurch, dass man zur Vielgötterei angetrieben wird. Gibt's doch Beispiele genug in unserem Leben hier. Das kann damit zu tun haben, dass man ständig irgendwelchen Abbildungen, Idolen, Reliquien und dergleichen unterworfen wird und sich anschauen, anhören, ansehen muss. Das kann damit zu tun haben, dass überall nur noch auf Gott geflucht wird, ja? Und dass der Name Gottes missbraucht wird. Und das hängt damit zusammen, dass der 7. Tag nicht mehr geehrt wird, sondern der 1. Tag der Woche. Ich erzähle doch, glaube ich, keinem Zuschauer meiner Videos ein Geheimnis, wenn ich Ihnen sage, dass es seit den 1970er Jahren in Europa der Sonntag, der 1. Tag, der 7. Tag der Woche erklärt wurde, Montag, der 1. Tag der Woche erklärt wurde. Also nach dem Motto, wenn in der Bibel steht, am 7. Tag sollst du ruhen, ja, dann sagt die römisch-katholische Kirche, toll, das ist nämlich der Sonntag. Montag fängt nämlich die Woche an. Guck, da haben wir nämlich ein Papier gemacht, eine DIN-Norm, eine deutsche Industrienorm in den 70er Jahren, die erklärt, dass Montag der 1. Tag der Woche ist. Genau das, wovor Daniel in seiner Prophezeiung gewarnt hat, dass er sagt, der Antichrist wird denken, dass er Zeiten und Gesetze ändert. Ja? Und wenn ich sage, der 1. Tag der Woche ist nicht mehr der Tag, den die Bibel ordiniert, sondern der 1. Tag der Woche ist ein Tag, den ich ordiniere, dann bringe ich die ganze Woche durcheinander und dann sorge ich dafür, dass die Leute an ihrem 7. Tag einen anderen Tag anbeten als den Tag, den Gott in der Bibel festgestellt hat. Ja? Ganz wichtiger Punkt. So, der Hauptpunkt, auf den ich hinaus wollte, ist das folgende. Dadurch, dass dieses 4. Tier, also
Das vierte Tier aus Daniel 7, das Tier, das wir kennen als die römisch-katholische Kirche, so anders ist als alle anderen, ist eben, dass der Christenführer selbst Staatsoberhaupt ist, also Staat und Kirche vermischt und deswegen aufgrund des römisch-katholisch-kanonischen Rechtes das Recht hat, auf die weltliche Gesetzgebung der Herrschenden Einfluss zu nehmen. Und genau das ist mit den Dingen, wie ich gerade eben gesagt habe, passiert. Und da kommt ein jeder Christ mit seinem Gewissen in Probleme, wenn er die Bibel und die Bibel alleine als Fundament, als Basis, als höchste Autorität für sein Gewissen ansieht. Weil dann ist auf einmal das, was die Bibel mir erzählt als gläubiger Christ, etwas anderes, als was der Staat mir erzählt. Und sobald sich der Staat herausnimmt, in diese ersten vier Gesetze einzugreifen, hat das eine andere Folge, als ob er in die letzten sechs Gesetze eingreift, da wo die Menschen miteinander umgehen müssen. Das ist ja auch schon schlimm genug, das sage ich ja nicht. Aber es ist noch schlimmer, wenn der Staat in die ersten vier eingreift. Vor allen Dingen, weil der Staat da überhaupt keine Autorität drüber hat, außer die Autorität, die er sich nimmt. Und genau das war zum Beispiel in der Vergangenheit die Inquisition. So, jetzt habe ich hier eine halbe Stunde darüber erzählt. Hast du nicht da irgendwas beizutragen, Viktor? Also ja, mir fällt halt auf, dass natürlich wahrscheinlich dann viele damals vor oder während der Reformation dann so langsam dann das erkannten und sich dann natürlich dann auch separiert haben, ne? Also damals fing das ja halt auch an mit der Übersiedlung nach Amerika in die neue Welt. Weil halt genau die Leute sich wohl auch eingeschränkt gefühlt haben in der Ausübung oder in der Einhaltung der ersten vier Gebote. Ja, und weil sie in ihrer Freiheit die ersten vier Gebote folgen zu können, beschnitten wurden hier, deswegen sind sie geflohen in andere Regionen. Das ist mit der Inquisition genau das Gleiche. Die Inquisition lief ja damals zu der Zeit auch noch hier. Die Jesuiten haben 1542 die Inquisition von den Mönchorden übernommen. Wer war das jetzt wieder? Die Franziskaner, ne? Komme ich eben gerade nicht auf den Namen. Ich glaube, das waren die Franziskaner, die die Inquisition geleitet hatten. Und ja, die Dominikaner oder die Franziskaner? Dominikaner, genau. Dominikaner. Auf den Namen kam ich jetzt gerade nicht. Ja, danke. Ja, es waren die Dominikaner. Die Dominikaner hatten die Inquisition unter ihrer Kontrolle schon seit Hunderten von Jahren und die Jesuiten haben das 1542 übernommen. Und in der Zeit leben wir heute immer noch, in der Zeit nach 1542, in der Zeit, wo die Jesuiten die Inquisition kontrollieren. Heute nennen sie es nicht mehr Inquisition, heute heißt das Glaubenskongregation, ja, die geben da immer solche komischen Namen an, aber es ist im Grunde immer noch genau dasselbe, weißt du, also naja, gut, ich will da jetzt auch nicht zu weit drauf abschweifen, aber danke auf jeden Fall für deinen Beitrag auch eben nochmal. Man muss eben verstehen, dass dieses vierte Tier aus Daniels Prophezeiung, wir können ja mal eben schauen, ob ich hier von Daniel 7 irgendwie ein Bild habe oder sowas. Und du hattest, glaube ich, auch in der letzten Sendung das ja auch nochmal so hervorgehoben, dass das ja auch in gewisser Weise so ein Novum ist, dass natürlich jetzt das Oberhaupt einerseits ja den, ja, so wie die Flagge vom Vatikan, einerseits die spirituelle Macht darstellt oder verkörpert und natürlich auch die weltliche Macht. Ja. Und ist in den anderen heidnischen Königreichen war es ja in der Regel so, und so wie wir es ja auch aus der Bibel kennen, dass normalerweise es immer getrennt war, dass es ein Priestervolk gab und ein Herrschervolk sozusagen. Eben. Oder ein innerhalb jetzt einer Nation jetzt auch. Ne? Richtig, und das ist genau der Punkt, Viktor, sehr schön erkannt, ja. Der Vatikan aufgrund von Matthäus 18 sagt, dass er das Recht hat, er hat die Schlüssel gekriegt durch Petrus. Ja, Petrus hat die Schlüssel von Jesus bekommen. Was immer du bindest auf Erden, das wird gebunden sein im Himmel. Und was immer du lösest auf Erden, wird gelöst sein im Himmel.
Er hat ihm also die zwei Schlüssel gegeben und das sind genau die zwei Schlüssel, die der Papst hier in seiner Flagge führt. Das ist die Vatikanflagge. Der silberne Schlüssel gilt für die weltliche Macht und der goldene Schlüssel gilt für die geistliche Macht. Der goldene Schlüssel liegt über dem silbernen, wie man deutlich sehen kann, und zusammengehalten wird er durch ein rotes Band, das im Grunde das Blut signalisiert der Heiligen, die in Christus gestorben sind, mit dem Blut, das vergossen wird, womit dafür gesorgt wird, dass eben diese drei stöckige Krone, die Tiara, mit der der Papst zu kennen gibt, ich bin der Herrscher über Himmel, Erde und Hölle. Damit wird das zusammengehalten und dass eben, dass er sagt, die spirituelle Macht liegt über der weltlichen Macht. Genauso muss man die Vatikanflagge verstehen und nicht anders. Ganz richtig. Ja, das vierte Tier, ja, wir sehen hier einmal den geflügelten Löwen, das ist also hier Babylon, und dann haben wir hier den Bär, das ist Medo-Persien, dann haben wir hier den Leoparden mit vier Flügeln, das ist wegen der vier Generäle, die nach Alexander dem Großen kamen, das ist Griechenland, und dann sehen wir hier eben ein unbeschreibliches Tier, was eine Art Drache genommen wird. Ja, ich gebrauche jetzt mit Absicht das Wort Dinosaurier nicht, weil diejenigen, die es noch nicht wissen, meine lieben Brüder und Schwestern, das Wort Dinosaurier gab es vor 1841 gar nicht. Das wurde nämlich erst zu der Zeit eingeführt. Davor hießen die Drachen. Ein undefinierbares viertes Tier. Undefinierbar dahin, weil völlig unbekannt, weil dieses vierte Tier was gemacht hat? Genau das, was wir hier lesen. Ein Christenführer, der selbst Staatsoberhaupt ist. Eine Kombination von Staat und Kirche. Genau wie Viktor eben angeholt hat. Das ist eben der Unterschied. In Babylon gab es den weltlichen Herrscher, den König, und der hatte seine Priesterschaft daneben, die Kana Baal, die Priester des Baal. Ja? Dann dasselbe gab es in Medo-Persien mit den Königen und der Priesterschaft daneben. Dasselbe gab es in Griechenland mit den Herrschern auf der einen Seite und dem Priestertum auf der anderen. Und dasselbe gab es im heidnischen Rom, die Cäsaren auf der weltlichen Macht und das Priestertum auf der Seite der geistlichen Macht daneben. Aber das vierte Biest in der Form des päpstlichen Rom vereint die geistliche Macht mit der weltlichen Macht. Das macht es so anders. Und das, sagt der Autor hier vollkommen korrekt, ist eine gefährliche Herausforderung für Freiheit und Fortschritt. Denn ebenso wie die Gleichheit der Individuen ist die Gleichheit der Nationen ein Grundprinzip der Demokratie. Ein Staatsoberhaupt als dauerhaft oberster hierarchischer Chef aller anderen Staaten anzuerkennen, käme einer autoritären Weltmonarchie gleich. Eine Weltmonarchie, eine universale, eine katholische Regierung. Genau das, wonach der Vatikan immer gestrebt hat, nachdem er zur Reformation seine Macht, die er davor hatte, eben verloren hat. Es geht darum, hier einen Gottesstaat auf Erden zu errichten. Genau dasselbe, was ISIS, die, wovor so viele Menschen Angst haben, ja, die Mohammedaner mit ihrem Islam auch errichten wollen. Weil man kann viele Diskussionen über den Koran führen, wenn man will. Tue ich nicht mal. Aber es gibt den Koran, es gibt die Religion des Islam nicht ohne die Scharia. Die beiden sind untrennbar miteinander verbunden. Und das ist genau dasselbe wie bei der römisch-katholischen Kirche. Ihre abergläubische Religion ist auch mit dem Führungsanspruch, mit dem weltlichen Führungsanspruch verbunden. Und ob ich jetzt durch das römisch-katholische kanonische Recht geführt werde, oder ob ich durch die Scharia und den Koran geführt werde, das sind im Grunde nur zwei Seiten ein und derselben Medaille. Rom lehnte den unpopulären Titel des Königs ab und zog es vor, Imperator genannt zu werden. Eine Würde, die die Römische Republik in einem nationalen Notstand einem Oberbefehlshaber zeitweilig verliehen hatte. Hitler hat in Deutschland genau den gleichen Trick angewendet. Es wäre für ihn spielend leicht gewesen, sich selbst zum Kaiser zu krönen. Stattdessen hielt er es für zweckmäßiger, die Verfassung der Weimarer Republik rechtlich in Kraft zu lassen, rechtlich, und den weniger auffälligen Namen Führer anzunehmen. Mein Führer, der für das altmodische Majestät
oder Sir steht. Man hofft, dass die protestantischen Nationen diese neue internationale Lösung eines Oberhauptes der Christenheit nicht akzeptieren werden, die der Heilige Stuhl in die allgemeine Akzeptanz durch die Hintertür zu schmuggeln versucht. Man hofft, dass die protestantischen Nationen sich noch daran erinnern, was es heißt, protestantistisch zu sein, was überhaupt von den protestantischen Nationen noch protestiert wird. Nun, darüber könnte ich natürlich eine ganz eigene Sendung machen. Ich möchte es nur mal kurz eben hier einfließen lassen. Und das ist ja auch einer der Gründe, weshalb ich diese ganzen Lesungen überhaupt mache. Wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, dass das Papsttum der Antichrist der Bibel ist. Und die protestantischen Nationen und die protestantischen Kirchen und die protestantischen Bewohner dieser Erde, die sich protestantisch nennen, protestieren. Wogegen? Na, gegen diese Usurpation, gegen diese Annahme des Papstes, dass er eben der Herrscher von allem ist. Wobei für einen bibelgläubigen Christen Jesus Christus der Herrscher von allem ist. Und wir akzeptieren nur Jesus Christus und keinen Stellvertreter davon auf Erden. Man hofft, dass die protestantischen Nationen diese neue internationale Lösung nicht akzeptieren werden, weil man eben hofft, dass die protestantischen Nationen sich noch auf das berufen, was sie zu dem gemacht hat, was sie sind. Protestanten protestieren, den Antichristen protestieren, die Politik der römisch-katholischen Kirche zu protestieren, weil sie nicht in Einklang zu bringen ist mit der Lehre der Bibel. Man hofft das. Ja, und diese Hoffnungen sind ja wohl spätestens seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil zwischen 1962 und 1965 zerschmettert worden, gehe ich mal von aus. Weil seit wir die Ökumene haben, weiß doch überhaupt kein Protestant mehr, dass der Papst der Antichrist ist. Und viele, die es wissen, sagen es nicht. Und das ist der Unterschied zwischen dem Ministerium von Stunde der Wahrheit, mir, und den meisten anderen sogenannten christlichen Kanälen, sei es in Deutsch oder in Englisch. Das hört ihr selten, so wie bei mir. Muss ich mal ganz eben sagen. Nicht, dass ich irgendwie Werbung für mich machen will. Aber es geht darum, dass diese Hoffnung, dass die protestantischen Nationen diese internationale Lösung eines Oberhauptes der Christenheit nicht akzeptieren werden, durch die ökumenische Bewegung total kaputt gemacht worden und dass es heute in den normalen, sage ich jetzt mal zwischen Anführungszeichen, Kirchen, in die ihr am Samstag oder am Sonntag oder an welchem Tag auch immer geht und euren Pastor, Priester oder wen auch immer da seht, fragt, wer ist denn der Antichrist der Bibel? Die Antwort werdet ihr kriegen, oh, das wissen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht wissen. Der Antichrist, ach, der kommt in der Zukunft, ein paar Jahre bevor Jesus Christus wiederkommt. Aber davor gibt es noch die große Entrückung, da musst du dir gar keine Sorgen machen. Wir wissen nicht, wer der Antichrist ist. Das kann jeder sein. Das kann ein Politiker sein, das kann der sein, das kann der sein. Da haben sie alle dieselbe Meinung drüber. Keiner akzeptiert noch die biblische, historische, prophetische Lehre, dass das Papsttum und niemand anders der Antichrist ist. Von daher konnte man da hier zwar hoffen, dass die protestantischen Nationen diese neue Lösung nicht akzeptieren werden, aber diese Hoffnungen sind nicht in Realitäten umgesetzt worden. Wie auch immer, fährt der Autor fort, die Illusionen klerikaler Politiker aussehen mögen, die an die Wiederherstellung der supranationalen Herrschaft des antichristlichen Papsttums glauben. Ihre Pläne müssen sich zum Vorteil des imperialistischen Deutschlands auswirken. Jüngste Erklärungen von Mr. Elmer Davis. Ich werde euch gleich erklären, wer der ist. Ich möchte nur eben in der Zwischenzeit ein Bild von ihm dabei holen. Von Elmer Davis. Ich habe mir da extra etwas vorbereitet. Gibt viele Davis hier, aber das ist der Elmer Davis, dessen Bild ich vorbereitet hatte. Ja. Jüngste Erklärungen von Elmer Davis. Wer ist Elmer Davis? Elmer Davis wurde geboren in 1890, starb 1958.
und war ein Nachrichtenreporter. Er war Autor der Direktor des Kriegsministeriums der Vereinigten Staaten während des Zweiten Weltkriegs und er war ein Empfänger des Peabody Awards unter anderem. Davis wurde in Aurora, Indiana in den Vereinigten Staaten von Amerika als Sohn eines Kassierers der First National Bank of Aurora geboren. Einer seiner ersten professionellen Schreibjobs war bei Indianapolis Star, eine Position, die er während des Besuchs des Franklin College innehatte. Als brillanter Student erhielt Davis 1910 ein Rhodes-Stipendium an das Queen's College in Oxford. Um zu wissen, was ein Rhodes-Stipendium beinhaltet, solltet ihr nicht verpassen, meine, leider auf Englisch, Lesung von Cold War Babylon zu verfolgen. Da gehen wir in, glaube ich, mindestens zwei Sendungen auf Rhodes-Stipendia ein. Unter anderem der berühmteste Rhodes-Scholar, den die Menschen vielleicht kennen, ist Bill Clinton, der vormalige Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Und was die Rhodes-Gesellschaft eigentlich ist, wie sie entstanden ist und was ihre Ziele sind, das wird bis in das kleinste Detail in Code Word Babylon in Englisch besprochen. Das Buch gibt es nicht in Deutsch. Kleiner Wink an Victor. Nein, nein, nein. Das meine ich jetzt nicht. Das ist kein Wink an dich, um das Buch auch zu übersetzen. Aber da muss man sich halt mal probieren, dann in Englisch drüber zu informieren. Sein Aufenthalt, also von Elmer Davis, in England wurde unterbrochen, als sein Vater krank wurde und schließlich starb. Ausländische Regierungen erkannten Davis auch an, als er unter anderem in den niederländischen Orden von Oranien-Nassau und den tschechoslowakischen Orden des Weißen Löwen aufgenommen wurde. Und dann habe ich da noch ein paar Links beigetan, dass ihr sehen könnt, was die Orden genau heißen und auch den Wikipedia-Link über Elmer Davis. Jetzt haben wir Elmer Davis ein wenig kennengelernt. Er war also Direktor des Kriegsministeriums der Vereinigten Staaten während des Zweiten Weltkriegs. Und jüngste Erklärungen von eben diesem Mr. Elmer Davis sowie diplomatische Aktivitäten des Vatikans scheinen darauf hinzudeuten, dass die Achsenmächte die Vermittlung des Heiligen Stuhls anstreben. Ja? Na sicher! Natürlich! Der Antichrist, der durch den Jesuitenorden Regimini Militantes Ecclesiae alle Kriege in der Welt angefacht hat, übernimmt die Rolle des Prinzen des Friedens, wie er nach katholischer Lehre der Stellvertreter Christi auf Erden ist. Niemand entlarvt den Jesuitenorden für das, was sie wirklich sind. Die Welt wendet sich an den Antichristen für Versöhnung und Friedensverträge, während die Jesuiten Zwietracht und Kriege stiften. Wer ist denn der wahre Fürst des Friedens? Unser Herr und Heiland Jesus Christus und nicht der Antichrist, der die ganze Welt betrügt. Und die ganze Welt wundert sich über das Biest, das das Haupt der römisch-katholischen Kirche der Antichrist ist, die Hure, die auf der Bestie, auf dem Biest reitet, die Frau, die Kirche in Purpur und Scharlachrot und mit kostbaren Steinen geschmückt ist, wie es im Buch der Offenbarung, Kapitel 17, geschrieben steht. Wacht auf zu diesem größten Betrug seit dem Garten von Eden, dass der Papst nicht der Antichrist ist. Das ist der Betrug, der überall in den Kirchen und offiziell, wo wir sind, gesät werden. Wacht auf zu dem Betrug. Und ich glaube, wir sind schon ziemlich dicht bei einer Stunde, um sagen zu können, dass wir hier mit diesen jüngsten Erklärungen von Herrn Elmer Davis abschließen können und uns auf die nächste Sendung, wo uns dann hoffentlich auch Michael wieder begleiten wird, vertrösten können bis zum nächsten Mal. Aber ich bin ganz sicher, dass Bruder Victor noch ein paar abschließende Worte zu der bis hierhin getanen Lesung hat. Bitte, Bruder. Ja, vielen Dank. Ja, ich finde, auf jeden Fall sind wir nochmal in dieser Hinsicht, was den Eugenio Pacelli auch betrifft, doch auch ein Stück weit jetzt vielleicht nicht so sehr drauf eingegangen, aber ich fand das auch mal wieder interessant mit der Offenbarungsgeschichte. Und jedenfalls immer wieder muss man sich vor Augen halten, wer der Antichrist ist. Ne? Ansonsten macht das halt alles
keinen letztes Sinn. Mal schon, ja, es macht nicht so viel Sinn. Es schließt sich nicht so richtig der Kreis. Ne? Oder man läuft dann irgendwann ins Leere und merkt dann plötzlich, dass mit irgendwelchen, ja, Falschlehren und Ideologien, die in die Welt gesetzt wurden von irgendwelchen Menschen, dass man damit nicht, ja, sich auch seine eigene Geschichte nicht erklären kann. Ne? Ja, ich muss sagen, bin gespannt aufs nächste Mal, was wir noch erfahren werden. Ich auch, Und ja. Ja, weißt du, Victor, mir war es wichtig heute und ich möchte damit auch gerne abschließen. Es war mir wichtig heute, um mal aufzuzeigen, dass, wenn man dieses Buch analysiert, sicher, wo wir jetzt hauptsächlich über den Antichristen Papst Pius XII. Sprechen, um eben auch eine Beziehung zur Bibel zu legen. Und für mich war der Artikel, so wie er geschrieben wurde, da jetzt eine Einladung zu, um mal auf die 10 Gebote zu kommen und auf die Wichtigkeit des Punktes zu kommen, der mir so am Herzen lag, dass ich sage, die weltliche Macht hat kein Recht, sich einzumischen in die ersten 4 der 10 Gebote, die den Umgang eines Christen, ich sage jetzt mit Absicht eines Christen, mit seinem Gott bestimmen. Und dadurch, dass wir in einem antichristlichen System leben, wo der Führer der geistlichen Macht sich gleichzeitig auch zum Führer der weltlichen Macht erklärt und diese beiden verschmolzen sind, haben wir nicht mehr die Möglichkeit, das noch zu trennen. Und dadurch hat die weltliche Macht die Möglichkeit einzugreifen in die erste Tafel der 10 Gebote, in die ersten 4 Gesetze. Und ich habe bis jetzt in den vorangegangenen 11 Kapiteln nie viel die Gelegenheit gehabt, es gab hier und da eine kleine, aber nie groß die Gelegenheit gehabt, auf die Bibel auszuweichen. Und heute hat sich mir während der Lesung die Gelegenheit ergeben, weil ich habe das so nicht geplant. Aber der Heilige Geist leitet, ja, wie man so schön sagt, der Mensch denkt und Gott lenkt. Und er hat mich darauf gelenkt. Und wir haben heute einige Bibelstellen herausgesucht, mit denen wir genau das bestätigt haben, was der Autor Pierre Lurson 1943 bereits geschrieben hat. Und genau dazu soll mein Ministerium Stunde der Wahrheit Menschen ansetzen, zum Verständnis der weltlichen Geschichte dadurch, dass man es misst, an was die Bibel sagt. Ich kann mir hier den Mund fusselig reden, so viel ich will. Aber die Bibel ist die einzige Autorität, der wir uns unterwerfen sollen. Weil sie ist das Wort Gottes. Und was Gott zu uns sagt, das sollte uns Gesetz sein. Darum wähle heute, wem du dienst. Dem Gott, der dich geschaffen hat, oder dem kleinen Gott in Rom, der sich zu deinem Gott erheben will. Da denke drüber nach und lies deine Bibel, bis du zurückkommst, um Teil 3 der letzten Lesung, nicht der letzten Lesung, des letzten Kapitels dieses Buchs, den Diktatoren, den Drahtzieher auf der Schliche hinter den Diktatoren zu verfolgen. Wenn wir weiterlesen über Papst Pius, den Antichristen, Papst Pius XII. Lies deine Bibel und messe alles, was du an Geschichte, an Wissen bekommen kannst, an der Bibel. Und wenn sich das nicht in der Bibel bewahrheitet, dann entdeckst du geschichtliche Falschlehre. Und wenn du siehst, dass die Bibel recht hat, dann weißt du, dass du die richtige Geschichte studiert hast. Denn Gott ist nicht in der Lage zu lügen. Das kann er nicht. Und darum ist es so wichtig, sein Wort zu kennen. Lies deine Bibel. Maranatha.